begrüße Sie herzlich zum dritten Abend des Covid-19-Schwerpunkts der Akademie am Dom mit dem Titel Corona – Neue Unordnung in der Kirche? Fragezeichen. Wir haben es sehr viel mit Ordnungen zu tun und Verordnungen zu tun derzeit, außer der Kirche, innerhalb der Kirche. Wir sitzen hier ordentlich in 1 Meter Abstand. Sie haben alle ordentlich Ihre Masken auf. Wir werden hier testweise auch streamen. Auf die Idee wären wir vor einem halben Jahr nicht gekommen, weil möglicherweise Live-Veranstaltungen nicht mehr möglich sind. Also es wird hier testweise von Oliver Hilles die Veranstaltung gestreamt und man könnte noch beim Handy dann, nein, kann man nicht so leicht, aber wenn man den Link hätte, könnte man schauen, ob es funktioniert. Wir wissen nicht, ob es funktioniert. Ein neues Leben, die sogenannte neue Normalität, in der wir uns befinden, unter der wir uns im April, im Mai noch nicht wirklich was vorstellen konnten. Und wir wissen auch nicht, was diese neue Normalität uns noch bringt. Wir wissen, dass Corona auch für die Kirche sehr viel verändert hat. Das ist das Thema heute. Sie erinnern sich, im Shutdown im Frühjahr war das auch ein Shutdown des kirchlichen Lebens. Das hat nur mehr online stattgefunden. Es gab Gottesdienste ohne Volk. Etwas, was man sich eigentlich nicht mehr vorstellen konnte. Probleme damit hatte eigentlich nur das Volk. Das ist auch ein Phänomen, das, glaube ich, nachdenklich machen sollte. Es gab viele eben Fragen, die das kirchliche Leben betreffen. Es gab aber auch theologische Fragen, wo man naturgemäß nicht weit kommt. Was hat das für einen Sinn? Was hat Gott damit zu tun? Das sind Fragen, die jeden Einzelnen, aber auch der kirchlichen Gemeinschaft sich stellen, wo meiner Meinung nach die Antworten sehr spärlich sind. Wobei eben auch heute, glaube ich, beim Vortrag vermutlich einmal mehr Fragen formuliert werden, als Antworten zu erwarten sind. Wobei ich immer glaube, wenn die Fragen richtig gestellt sind, ist auch schon viel gewonnen. Ja, ich will jetzt nicht die wertvolle Zeit erfüllen. Ich darf Frau Professor Regina Polak begrüßen, die den heutigen Abend gestalten wird, die mit einem Blog auch schon während der Corona-Krise sehr viel an Diskussion ermöglicht hat, dazu Diskussion beigetragen hat und sich auch mehrfach schon auch zur Frage geäußert hat. Regina Polak ist, glaube ich, nicht ganz unbekannt in Wien. Ich sage nur so viel, dass sie nicht nur Theologie studiert hat, sondern auch Philosophie und hier also eine gute philosophische Basis mitbringt in ihrer pastoraltheologischen Reflexion. Sie ist seit 2013 assoziierte Professorin für praktische Theologie und Religionsforschung hier in Wien, an der Universität Wien. Und ihre Forschungsschwerpunkte sind Werteforschung, religiöse Transformationsprozesse, Migration und Kirche im Umbruch. Ja, und möglicherweise fällt das heutige Thema in Kirche in Umbruch. Liebe Regina, ich bitte um deinen Vortrag. Vielleicht noch kurz, Entschuldigung, es werden, für die, die öfters da sind, wissen es, ungefähr 20 Minuten die Kirchenglocken läuten. Wir werden das heute so halten, dass wir eine Pause machen im Hinblick auf die Aufnahme und im Hinblick auf das Streamen. Oliver, die Aufnahme. Da ist er. Okay. Ich darf sie runternehmen. Ja, du darfst runternehmen. Also es wird jedenfalls die Aufnahme dann im Web sein und wenn es das Gestreamte, ja, aber das ist jetzt einmal ein Versuch, kurze Pause während den Glocken läuten. Das ist nämlich auch für die, die weiter hinten sitzen, auch ein Vorteil, dass sie dann wirklich alles hören. Ja, bitte. Ja, einen schönen guten Abend. Ich möchte mich zuerst einmal bei dir, Erhard, und beim Team der theologischen Kurse bedanken, dass ihr
Das tut eine Veranstaltung analog, physisch, in einem realen Raum mit realen Menschen durchzuführen. Mir ist das in den letzten Monaten unglaublich abgegangen. Nicht nur, weil Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen manchmal etwas narzisstisch sind, sondern weil ich auch meine ganzen Ideen aus Vorträgen bekomme, also nämlich aus den Rückmeldungen zu den Vorträgen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich hier mit Ihnen und zu Ihnen sprechen darf. Ich möchte vielleicht vorweg, bevor ich dann noch ein paar kritische Dinge sagen werde, sagen, was ich momentan sehr schön finde und in unserer Kirche hier erlebe, ist, dass es schon ein trotz aller Schwierigkeiten ein Netz gibt an Verbindungen mit Menschen, die das auch dann hält, wenn man sich nicht sieht und vielleicht sich auch nur Mail schreibt oder telefonieren kann. Das ist unglaublich wertvoll, dieses Netz momentan zu spüren. Ich hoffe, dass Sie das auch wahrnehmen können. Das war schon in den vorkonstantinischen Zeiten eine unglaubliche Stärke dieser Kirche. Nehmen Sie das als Stärke wahr. Schwierigkeiten werde ich da jetzt noch ausreichend benennen. Ich beginne mit einem Wort von Papst Franziskus. All dieses Leiden wird nichts genützt haben, wenn wir nicht alle gemeinsam eine gerechtere, fairere, christlichere Gesellschaft aufbauen. Nicht dem Namen nach, sondern tatsächlich. Eine Realität, die uns zu christlichem Verhalten führt. Wenn wir nicht daran arbeiten, die Pandemie der Armut in der Welt, die Pandemie der Armut in den jeweiligen Ländern, in der Stadt, in der jeder von uns lebt, zu beenden, wird diese Zeit vergeblich gewesen sein. Aus den großen Prüfungen der Menschheit und unter diesen der Pandemie geht man besser oder schlechter hervor. Man bleibt nicht gleich. Ich frage euch, wie wollt ihr daraus hervorgehen? Besser oder schlechter? Diese Frage stellte Papst Franziskus zu Pfingsten den Teilnehmern der internationalen Gemeinschaft Caris und ich möchte sie auch mir, ich möchte sie Ihnen und ich möchte sie der Kirche in Österreich stellen. Papst Franziskus stellt diese Frage angesichts einer Welt, die schwer verwundet ist und leidet, wie er sagt. Und dieses Leid bekommen vor allem die Schwächsten zu spüren. Und Papst Franziskus macht sich um sie, die Schwächsten, und die internationale Stabilität der Weltordnung große Sorgen. Im Herbst wird er deshalb ein Schreiben veröffentlichen, in dem er Leitlinien für eine neue soziale Weltordnung formuliert. Er denkt also die Antwort der katholischen Kirche auf die Pandemie in einem globalen und menschheitlichen Horizont, denn die Menschen müssen endlich erkennen, dass sie alle Teil derselben Gemeinschaft sind, der einen Menschheitsfamilie sind, denn niemand rettet sich allein. So der Papst. Ähnlich formuliert es auch das Schreiben in interreligiöser Solidarität einer verwundeten Welt dienen, das der Ökumenische Rat der Kirchen und der Päpstliche Rat für den interreligiösen Dialog herausgegeben haben. Zitat: Angesichts der Covid-19-Pandemie steht die menschliche Familie weltweit gemeinsam vor der unerwarteten Herausforderung, sich gegenseitig zu schützen und unsere Gemeinschaften zu heilen. Die Gläubigen aller Religionen werden aufgefordert, sich gemeinsam den Herausforderungen der Corona-Pandemie zu stellen. In diesem Horizont gehe ich der Frage nach, welche Aufgaben der Kirche in Österreich während und nach der Corona-Pandemie zukommen. Der menschheitliche Horizont soll sie dazu ermutigen, in einer Zeit großer Angst und Sorge den Blick zu weiten. Denn vielleicht ist die Kirche, jetzt auch global betrachtet, gerade jetzt so wichtig für das Überleben der Menschheit wie nie zuvor. Verfügt sie doch genau über diese Idee und Struktur, denn das große Universale wird immer nur am lokalen Ort konkret und wirklich. Freilich, die Frage, wie dieser globale Horizont in den kirchlichen Gemeinden und Gemeinschaften vor Ort in Österreich realisiert werden kann, ist eine, die in der Regel überhaupt erst mal gestellt werden muss. Wir sind sie nicht gewohnt, sie ist uns oft auch nicht angenehm. Und außerdem stellt sich die Corona-Pandemie auch je nach Weltregion sehr unterschiedlich dar. Hinzu kommt, dass jeder und jede die Krise anders erlebt. So kann ich als Wissenschaftlerin geschützt im Homeoffice und mit sicherem Einkommen die internationalen Debatten von Theologen, von Wissenschaftlern, von Intellektuellen und Journalisten aufmerksam verfolgen.
Demgegenüber ist unsere Caritas seit Monaten täglich mit Leid konfrontiert. 30% mehr Anrufe, verzweifelte Arbeitslose, die ihre Miete nicht bezahlen können und vor der Delogierung stehen, traurige Angehörige, die ihre Verwandten in den Pflegeeinrichtungen nicht angemessen betreuen und während des Lockdowns nicht einmal besuchen durften. Pflegerinnen, die angesichts der derzeitigen Regelungen unter dem Druck von Angehörigen leistbare, unleistbare Aufgaben erfüllen müssen, und jetzt klatscht niemand mehr vom Balkon. Politiker, Pflegerinnen, Familien, Jugendliche, Villenbesitzer, Angehörige von Risikogruppen, Gefängnisinsassen, Seelsorgerinnen und Seelsorger, jeder und jede hat seine eigene Corona-Geschichte. Was nehmen Sie wahr und was entgeht Ihnen vielleicht aber auch? Ich beginne jetzt mit einer Zeitanalyse. Dieses Ringen um die Spannung zwischen Globalität und Lokalität, zwischen Weltoffenheit und Grenzziehung, zeigt sich in Europa in einer Zeit der Paradoxien. Der bulgarische Politologe Ivan Krastev beschreibt in seinem Buch »Ist heute schon morgen« 7 Paradoxien, die die Corona-Pandemie mit sich bringt. 4 exemplarische Beispiele. Ein erstes Paradoxon besteht darin, dass die Corona-Pandemie die dunkle Seite der Globalisierung ebenso offenlegt, wie sie eine Agentin der Globalisierung ist. Das Virus wütet besonders tückisch an jenen Orten, die von Geschäftsleuten, Flüchtlingen, Armen, Touristen und Netzwerken am dichtesten besiedelt sind. Gleichzeitig hat es die Welt synchronisiert und Menschen im Erleben einer gemeinsamen globalen Katastrophe zusammengebracht wie keine andere Katastrophe zuvor. Das zweite Paradoxon wird in einer Beschleunigung der Deglobalisierung sichtbar, die durch die Finanzkrise 2008-2009 erkennbar ausgelöst würde, zeigt aber zugleich die Grenzen der Renationalisierung auf. Der Wunsch nach einem starken und autarken Staat wird attraktiv werden. Aber zugleich erkennen viele Menschen die unabdingbare Notwendigkeit internationaler Kooperation. Sie sind quasi von Weltoffenheit infiziert. Für Krastev besteht das Problem, das ist gut, weil dann kann ich das läutet den nächsten Satz ein. Wir müssen lernen, uns unterbrechen zu lassen. Das lernen wir gerade jetzt und das wird in Zukunft noch öfter der Fall sein. Eine Frage habe ich Ihnen eh schon gestellt. 2 Fragen, 3 eigentlich. Kann man schon dran denken. Thank you.
Jetzt geht's aber wieder, oder? Oder? Schaff mal. Okay. Da kommt noch die Demo, gell? Vorwarnung. Ja, aber das müssen wir eh lernen als Christ und Christinnen, uns im Lärm deutlicher hörbar zu machen und verstehbar zu machen. Insofern ist das eine ganz gute Übung. Genau, ich war bei der Infizierung durch das Virus der Weltoffenheit, das eigentlich bei vielen Menschen zu beobachten ist. Für Krastev besteht das Problem im Versagen fantasieloser Politiker, denen es nicht gelingt, eine kollektive Antwort auf die Krise zu mobilisieren. Als drittes Paradoxon beschreibt Krastev die bemerkenswerte nationale Einheit und Solidarität, die das Virus zu Beginn in vielen Gesellschaften hervorgerufen hat. Zugleich nehmen mit dem Fortschritt der Krise die politischen, die ökonomischen und die gesellschaftlichen Spaltungen zu und richten sich vor allen Dingen gegen die Schwächeren, gegen Minderheiten, gegen Arme, gegen Flüchtlinge. Ein letztes Paradoxon: Das Virus rief die Geister jener drei Krisen hervor, die Europa in den vergangenen Jahren erschütterten. Der Krieg gegen den Terror, die weltweite Finanzkrise, die Flüchtlingskrise. Aber die Staaten reagierten anders als zuvor. Im Krieg gegen den Terror weigerte sich Europa, das Recht auf Privatsphäre im Austausch gegen größere Sicherheit aufzugeben. Corona hat viele Länder diese Position revidieren lassen. In der Finanzkrise weigerten sich viele Staaten, die Schulden zu vergemeinschaften und die Staatsausgaben zu lockern. Jetzt ist es in vielen Staaten umgekehrt. Die Flüchtlingskrise wiederum endete mit dem weitgehenden Konsens, die Grenzen nicht zu schließen. Und jetzt sehen wir, dass Grenzen zeitweise durchaus geschlossen werden können. Spiegeln sich ähnliche Paradoxien auch in der Kirche in Österreich? Wäre spannend, das mal mit dieser paradoxalen Logik zu durchdenken. Tatsächlich verschärfen sich die Konfliktlinien, die rund um die Frage der politischen Gestaltung dieser Paradoxien aufbrechen, auch innerhalb der Kirche. Jüngst wieder deutlich wahrnehmbar im Streit um die Aufnahme geflüchteter Kinder aus Moria in Österreich. Auch Katholiken ringen um die Frage der Reichweite ihrer Weltoffenheit, ihrer Solidarität und den Umgang mit der Spannung von Freiheit und Sicherheit. In der Frage der Gottesdienstöffnungen beispielsweise und der damit verbundenen Regelungen. Wir erleben christliche Gemeinden und Organisationen, die sich für globale Hilfsprojekte und Flüchtlinge einsetzen und solche, die am liebsten alle Grenzen dicht machen würden. Wir erleben Gemeinden, die seit Beginn der Pandemie beeindruckende Nachbarschaftsprojekte entwickeln und solche, die die Tore schließen und sich zurückziehen. Wir sehen Gemeinden, die die Zusammenarbeit mit ihrer Umwelt oder die interreligiöse Kooperation intensivieren und solche, die das verweigern. Wir sehen Priester, die sich bei Krankenbesuchen dem Virus aussetzen und Priester, die ihre Seelsorge beenden. Theologisch formuliert, wir ringen um unsere Katholizität, das Zusammenspiel von Globalem und Lokalem. Die Paradoxien, die die österreichische Kirche bereits vor Corona geprägt haben, werden durch die Krise beschleunigt. Sie forcieren die Unordnung in der Kirche. Und verschärft wird dies durch die vielen gärenden Konflikte um Strukturreformen, jüngster Konflikt um die katholische Sozialakademie Österreichs oder die neue Instruktion zur pastoralen Umkehr der Pfarrer. Unordnung muss jedoch keinesfalls ein Problem sein. Der Gehirnforscher Gerald Hüther zeigt in seinem Buch Wege aus der Angst, dass Unterbrechungen des gewohnten Alltags auch im Gehirn zu merkbaren neurologischen Dispositionen führen. Diese Unordnung im Gehirn wirkt sich seelisch und körperlich aus. Als biologisch konservative Wesen will das menschliche Gehirn den Zustand der Normalität rasch wiederherstellen. Aber Unordnung und Disruption sind aus neurobiologischer Sicht ausgezeichnete Gelegenheiten, um Neues zu lernen und neue Verhaltensweisen zu etablieren. Diese Art des Lernens ist freilich verbunden mit Angst und mit Schmerz. Das kann Widerstand und Angst auslösen, auch Aggressionen begünstigen und Veränderung blockieren. Auch die Pädagogik weiß, dass existenzielles Lernen niemals in der Komfortzone stattfindet. Deshalb bedarf es
deshalb bedarf ein Ereignis, das Unordnung erzeugt, der bewussten Reflexion und Auseinandersetzung. Dann kann es vom Erlebnis zur Erfahrung werden und Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsstrukturen verändern. Nicht nur Veränderungen im Leben des Einzelnen, auch geschichtliche Prozesse scheinen dieser Logik zu folgen. So war der kollektive Lernprozess, der nach dem Zweiten Weltkrieg zur Entstehung der Europäischen Union führte, maßgeblich der selbstkritischen Konfrontation mit den Katastrophen des 20. Jahrhunderts geschuldet. Die Unordnung, die die Kirche derzeit erlebt, ist aus dieser Sicht, aus einer lerntheoretischen und sogar aus einer neurobiologischen Perspektive, eine große Chance, notwendige Lernprozesse zu forcieren. Die für mich offene Frage lautet: Wie können wir die Bereitschaft fördern, sich auf solche Lernprozesse einzulassen? Oder müssen wir warten, bis der Leidensdruck noch größer wird? Bei diesen Lernprozessen geht es um die Frage der Zukunft der Kirche in Österreich während und nach Corona. Welche Aufgaben kommen auf sie zu und welche Rolle möchte sie gesellschaftlich spielen? Die bleibende Aufgabe der Kirche ist auch jetzt die Evangelisierung. Die Kirche versteht sich jetzt nicht als gesellschaftspolitische NGO oder politisch motivierter Verein. Und sie ist auch keine Zivilreligion, die, wie das Kardinal Walter Kaspar formuliert, einer bürgerlichen Lebenswelt eine Ideologie zur Selbstrechtfertigung zur Verfügung stellt und erschreibt: Auch wenn die Kirche als Kulturfaktor nach wie vor geschätzt und gepflegt wird, weil Technik und Ökonomie allein die seelisch, ethisch, pädagogischen und ästhetischen Bedürfnisse nicht befriedigen können, ist sie doch keine Servicekirche zur Befriedigung von Bedürfnissen. Kardinal Kaspar betont, dass wir als Christinnen und Christen in erster Linie wissen müssen, wer wir sind, woraus wir leben und worauf wir hoffen. So bleibt also die zentrale Aufgabe der Kirche auch in und während und nach Corona die Evangelisierung. Das ist freilich ein Begriff, den man, wie Ottmar Fuchs schon in den 90ern gesagt hat, wie eine Stopfgans füllen kann und in den man alles Mögliche hineinstecken kann. Ich beziehe mich hier daher ausdrücklich auf Evangelii Nuntiandi, Abschnitt 18 aus dem Jahr 1975. Das lautet: Erneuerung der Menschheit. Evangelisieren besagt für die Kirche, die Frohbotschaft in alle Bereiche der Menschheit zu tragen und sie durch deren Einfluss von innen her umzuverwandeln und die Menschheit selbst zu erneuern. Seht, ich mache alles neu. Es gibt aber keine neue Menschheit, wenn es nicht zuerst neue Menschen gibt, durch die Erneuerung aus der Taufe und ein Leben nach dem Evangelium. Um dieser anspruchsvollen Aufgabe nachzukommen, möchte ich im Folgenden vier Fragen stellen, mit denen wir uns in der Kirche in den nächsten Jahren vertieft auseinandersetzen sollten. Was bedeutet Menschsein? Wie gestalten wir hinkünftig unsere soziale und politische Ordnung mit? Wie deuten wir die Krise? Und welche Bedeutung hat Gott in dieser und für diese Situation? Paul Zulehner arbeitet derzeit an einer Corona-Studie, die uns auf der Basis von mittlerweile über 10.000 Fragebögen demnächst helfen wird, diese Fragen auch empirisch zu beantworten, aus der Perspektive von Menschen in Österreich. Gefragt worden sind die Menschen, ob und was sich nach der Pandemie verändern wird, verändern soll oder auch nicht verändern wird oder soll. Auf seiner Homepage kann man lesen: Die Texte kreisen um die Menschen und wie sie leben angesichts der Pandemie. Es geht um Umwelt, um Wirtschaft. Werthaltungen werden erwogen. Veränderungsbereitschaft reibt sich mit Gewohnheiten und Egoismus. Mittendrin lauert die Angst und auch die Performance der Kirchen wird bedacht. In seiner ersten Auswertung, einem Wörterbuch, das die Häufigkeit verwendeter Begriffe zählt, steht das Wort Menschen im Mittelpunkt. Das bestätigt meine eigene Vermutung, dass die erste Frage, und der werde ich auch den meisten Teil meiner Zeit widmen, die nach dem Menschsein sein muss. Was bedeutet Menschsein? Zunächst einmal Fragilität, verwundbar sein, kontingent sein. Corona spitzt Erfahrungen zu, die in den westlichen Gesellschaften schon seit längerem an die Oberfläche drängen.
In den vergangenen Jahrzehnten gesellschaftlich propagierte Vorstellungen von grenzenloser Freiheit des Individuums, von absoluter Autonomie, permanenter Selbstoptimierung und kontinuierlichem Fortschritt und Wachstum werden massiv erschüttert. Corona deckt die Fragilität und Verwundbarkeit des Menschen auf. Die eigene Lebensweise enthüllt sich in ihrer Kontingenz, in ihrer Begrenztheit, in ihrer Endlichkeit, in ihrer Abgründigkeit. Ganz rasch kann alles anders sein, eine Volkswirtschaft einbrechen, die Arbeit verloren gehen. Diese Erfahrung trifft freilich nicht alle gleich. Während durch Corona bisher allein in Österreich 1 Milliarde weniger Löhne auf den Konten landeten, betrug die Ausschüttung an der Börse 3,1 Milliarden. Junge Menschen finden keine Lehrstelle. Kinder aus prekären Familienverhältnissen haben den Anschluss ans Bildungssystem verloren. Familien stehen unter Druck, die Zahl der Scheidungen und der psychischen Erkrankungen steigt. Sterben und Tod. Sterben und Tod sind in unserer Gesellschaft medial dauerpräsent. Aber zumeist ist dies der outgesourcete, der externalisierte Tod der anderen. Derer, die in isolierten Einrichtungen unsichtbar sterben, der Armen im globalen Süden, der ertrunkenen Flüchtlinge im Mittelmeer. Wir haben uns an diese Art der Präsenz des Todes gewöhnt. Aber plötzlich kann der Tod das eigene Leben treffen. Durch Ansteckung oder durch den Tod eines Bekannten oder einer Verwandten. Die räumliche, die zeitliche und die leibliche Verfasstheit des Menschen wird ebenfalls durch Corona in ihrer Fraglichkeit, in ihrer Bedeutung virulent. Zum Raum. Das Social Distancing ist eigentlich ein Spatial Distancing, eine Raumdistanzierung. Und dies wirkt sich auf die Gestaltung menschlicher Beziehungen aus. Menschen scheuen plötzlich den Kontakt zu Fremden, Kinder können nicht angstfrei miteinander spielen oder neue Beziehungen knüpfen, wird ebenfalls schwieriger. Auch der soziale Raum verändert sich. Menschen ziehen sich in ihre Privaträume zurück, bleiben noch mehr in ihren sozialen Blasen als schon zuvor und niemanden und nichts Fremdes kann einen mehr stören. Die Widerfahrenis von Unerwartetem, von Ungeplantem wird erschwert. Der öffentliche Raum erodiert. Zur Zeit. Hatten bisher viele Menschen unter Zukunft vor allem die Verlängerung der bekannten Gegenwart ad infinitum verstanden, ist die Zukunft jetzt plötzlich ungewiss und offen. Ich meine, das war sie, glaube ich, immer, aber jetzt wird es wahrnehmbar. Es herrscht Angst. Der Wunsch, die Gegenwart so lange auszudehnen, als unsere Regierungen Klimakrise, Wirtschaftskrise und Flüchtlingskrise abwehren können, ist aber dennoch nicht verschwunden. Aber Corona hat ihn zumindest erschüttert. Zwar gibt es in internationalen Debatten von Wissenschaftlern und Intellektuellen viele Hoffnungen und Ideen, wie die Corona-Krise zur Chance für eine bessere und gerechtere Welt werden könnte. Aber diese erreichen in Österreich die Mehrheit der Bevölkerung nicht. Warum auch immer. Eine demografisch alternde Bevölkerung reagiert überdies auf Ideen zur gesellschaftlichen Neugestaltung in der Regel wenig offen. Umbrüche machen Angst, weil sie die Erinnerung an Krieg und Nachkriegszeit wecken können. Sie wecken aber auch Widerwillen, weil man sich in der etablierten Lebensweise und dem mühsam verdienten Wohlstand weder hinterfragen noch stören lassen will. So sind große oder gar positive Zukunftsvisionen derzeit in Österreich politisch nicht mehrheitsfähig. Man wünscht sich zurück zur Normalität der Vergangenheit. Freilich, aus der Sicht einzelner Bevölkerungsgruppen war die nostalgisch verklärte Vergangenheit schon länger keine Zukunftsoption mehr. Prekäre Lebenssituationen, Armut und Not oder das Gefühl, zu den Verlierern zu gehören, führen ja schon länger zu entsprechenden gesellschaftlichen und politischen Widerstandsphänomenen. Und schließlich die leibliche Dimension. Corona hat die bevorstehende digitale Revolution dynamisiert und neue Lebensräume geschaffen. Denn der Mensch kann und hat seinen physischen Raum seit jeher medial transzendiert und daher ist auch der digitale Raum ein realer Lebensraum.
Und das haben auch jene kirchlichen Akteure entdeckt, die sich kreativ auf die Digitalisierung von Gottesdiensten, Gebetsformen und Gemeinschaftstreffen eingelassen haben. Dazu gibt es übrigens auch demnächst ein spannendes empirisches Projekt, das mein Kollege Hans Bock derzeit mit internationalen Universitäten durchführt, Churches Online in Times of Corona Crisis, wo diese Erfahrungen ausgewertet werden. Aber es gibt Formen des Menschseins, die auf die leibliche Präsenz angewiesen sind und ohne diese Schaden nehmen. Zwischenmenschliche Kommunikation, die nicht nur auf effizienten Informationsaustausch abzielt, ist auf leibliche Begegnung angewiesen. Empathie und Mitgefühl bedürfen der leibhaftigen Begegnung. Körpersprache ist eine unverzichtbare Dimension jedes Dialogs. Und Menschen benötigen Berührung, um nicht an Leib und Seele krank zu werden. Und erst die Begegnung mit realen Menschen ermöglicht es uns, sie und ihre oft uns fremden Lebenswelten kennen und verstehen zu lernen. Vierter Punkt, die soziale Kohäsion. Die leibliche Deprivation bedroht auch die soziale Kohäsion. Menschen sind zwar miteinander verbunden, aber die Stabilität dieser Verbindung ist nicht selbstverständlich. Sie lebt unter anderem davon, dass man im Alltag, in öffentlichen Räumen, fremden Menschen aus anderen sozialen Schichten, aus anderen Kulturen, aus anderen Religionen begegnen kann und ihre Anwesenheit gleichsam normal ist. Sie lebt davon, dass wir im fremden anderen zuerst einen Menschen und nicht einen Fremden sehen. Und auch das ist nicht selbstverständlich. Der Rückzug in die entleiblichte private Welt des Digitalen kann daher die gesellschaftliche Segregation fördern, die in Österreich schon vor Corona sehr stark war. Und dies wiederum kann die bei Bio-Österreichern leider weit verbreitete Ablehnung von Menschen anderer sozialer, kultureller oder religiöser Zugehörigkeit weiter verschärfen. Auch dieses Phänomen der Ablehnung von Menschen aufgrund der Zugehörigkeit zu einer anderen oder sogenannten Fremdengruppe bedroht die soziale Kohäsion. Was bedeutet Menschsein aus einer christlichen Perspektive? Hier ein paar Fragmente. Der christliche Glaube weiß um die Zerbrechlichkeit, Verwundbarkeit und Kontingenz des Menschen und seines Lebens. Die Texte der Heiligen Schrift beschreiben dies nicht nur, sie sind vielmehr aus der Perspektive von Menschen geschrieben, die innerhalb der Imperien, in denen sie lebten, zu den Fremden, den Marginalisierten, den Armen, den Minderheiten gezählt wurden. Viele erlebten sich als Opfer der Geschichte. Aber dabei blieben sie nicht stehen. Sie gaben ihren Erfahrungen, ihren Leiterfahrungen, ihren Katastrophenerfahrungen Sinn, rangen ihnen Handlungsperspektiven ab und wurden wieder zu Akteuren, zu Subjekten ihrer eigenen Geschichte. Und dabei haben sie gelernt und erfahren, dass Gott gerecht und barmherzig ist, dass er sie in ihrer Verwundbarkeit annimmt, in ihrem Leid und in ihrem Elend treu begleitet, trotz aller Sünde und trotz aller Schuld. Und sie erkennen ihre Berufung zur Mitgestaltung einer gerechten Welt ohne Arme. Was bedeutet diese kurze biblische Erinnerung für uns in der Kirche Österreichs? Die Mehrheit der österreichischen Katholiken in unseren Gemeinden gehört nicht zu den Marginalisierten. Werden Sie erkennen, dass die Geschichte unserer biblischen Ahnen dazu ermutigt, ermächtigt und verpflichtet, den Opfern von Corona treu zur Seite zu stehen? Und was bedeutet diese Erinnerung für das christliche Europa? Kann es lernen, die Grenzen des Menschseins neu auszuloten und anzuerkennen? Wird es möglich sein, sich mit der Endlichkeit des Lebens zu versöhnen? Zweiter Punkt, Sterben und Tod. Das Leben, das Sterben und die Auferstehung des Jesus von Nazareth bezeugen die Dynamik zwischen Leben und Tod. Gott ist ein Gott der Lebenden und der Tod hat nicht das letzte Wort. Diese Auferstehungsbotschaft wird in Österreich freilich nur mehr von einem Drittel der Menschen geteilt und auch unter Katholiken sinkt die Zustimmung zu diesem Herzstück des Glaubens. Vielleicht liegt dies auch daran, dass der Auferstehungsglaube in unserer Verkündigung hochgradig individualisiert und ausschließlich ins Jenseits verlagert wurde. Die revolutionäre Kraft, die er schon jetzt im Leben haben kann, weil man damit einerseits vor der Angst vor dem Tod befreit ist, und zugleich frei ist, sein Leben für andere einzusetzen,
könnte vielleicht wieder mehr in das Zentrum der Verkündigung rücken. Aber zugleich ist es vielleicht jetzt auch an der Zeit, mit der Wirklichkeit des Kasamstags leben zu lernen und das Leid miteinander und mit jenen in Not gemeinsam auszutragen und zu bestehen. Was wir brauchen, sind die alten Künste des Sterbenlernens, erweitert um die Kunst, mit Angst zu leben, Leid zu tragen, Leid zu ertragen, Leid mitzutragen und zugleich aus der christlichen Hoffnung der Auferstehung zu leben. Dritter Punkt. Der christliche Inkarnationsglaube bejaht den Menschen als zeitlich und räumlich begrenztes Geschöpf mit Leib und Seele. Und diese Begrenztheit ist kein Übel, sondern eine Gabe, getragen von der Liebe Gottes. Diese Sicht auf den Menschen schützt und rettet vor allen größenwahnsinnigen Vorstellungen, die die Herrschaft des Menschen über die Wirklichkeit unbegrenzt ausdehnen möchten. Sei das jetzt durch immerwährenden Fortschritt in Wissenschaft, Wirtschaft oder Technik, durch die Schaffung politischer Systeme, denen Menschen zu dienen haben, oder die Vorstellung, mit der Konzeption eines digitalen Humanismus könne man dem Tod oder dem Sterben entkommen. Der Inkarnationsglaube bejaht ausdrücklich den menschlichen Leib als konstitutiven Ausdruck seines Wesens. Und dieser Leib ist mehr als der biologische Körper. Daher geht es beim Heil des Menschen immer um die ganzheitliche, die Leib, seelisch, sozial, spirituell, mentale Gesundheit. Und deswegen braucht es dringend Räume und Zeiten, wo Menschen aufatmen und erfahren können, was Leben in Fülle bedeutet, gerade jetzt in Corona, und dafür werden wir einiges an Fantasie brauchen, wie das denn aussehen kann. Was wir benötigen, ist eine neue Aufmerksamkeit für die Seelsorge. Die Seelsorge in allen kirchlichen Dimensionen. In der Liturgie, in der Verkündigung, in der Diakonie muss erfahren lassen, wer der Mensch ist. Weiters braucht es eine Sicht auf die Zukunft, die die Ängste in gebildete Hoffnung transformiert. Denn Hoffnung ist die christliche Haltung gegenüber der Zukunft. Aber die Hoffnung, die christliche zumindest, verspricht weder eine Fortsetzung des ewig Gleichen, noch bietet sie eine Garantie auf ein irdisches Happy End oder auf Erfolg. Hoffnung blendet auch das Leid nicht aus, sondern stellt es ins Zentrum, damit dieses, das Leid nämlich, geheilt werden kann. Die Erfüllung menschlicher Hoffnung zeigt sich, biblisch zum Beispiel, oft auch auf eine Weise, die weder erwartet oder geplant war. Abraham erlebt nach seinem Aufbruch, allein auf Gottes Wort hin, Jahre des ungeschützten und gefährlichen Nomadentums. Moses führt sein Volk aus der Knechtschaft und darf dann selbst nicht ins gelobte Land ziehen. Jesus bittet, dass der Kelch an ihm vorübergeht, weil auch er den Tod fürchtet und muss durch Leid und Tod gehen, ehe er auferweckt wird. Hoffnung ist also kein Optimismus. Hoffnung ist die Gabe, gerade in Krisenzeiten die Orientierung an Gott beizubehalten und auf seine Treue zu bauen. Und Hoffnung schenkt den langen Atem, den wir brauchen werden. Punkt 4, die soziale Kohäsion. Diese hängt maßgeblich davon ab, welche Wahrnehmung jemand von Menschen hat, die einer anderen sozialen, kulturellen oder religiösen Gruppe angehören. Und deshalb wird die Seelsorge im Corona-Kontext auch darauf abzielen, Menschen zu ermutigen, wie es in lehramtlichen Schreiben, finde ich, sehr schön heißt, eine mondiale Sicht zu entwickeln. Die Menschheit als eine Familie zu erkennen, die auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden und aufeinander angewiesen ist. Und nur dann kann und wird man erkennen, dass auch Migranten und Flüchtlinge Menschen sind und zu uns gehören. Erst eine solche Perspektive kann die Würde und Gleichheit von Menschen glaubhaft bezeugen. Und konkret wird dieser Glaube erst dann, wenn er sich im Einsatz für eine sozial gerechte und rechtlich strukturierte nationale und internationale politische Ordnung einsetzt, was auch Papst Franziskus immer wieder sehr deutlich erkennen lässt. Diese Transformation wird in Österreich und auch in unserer Kirche wohl die härteste Aufgabe werden, denn auch Katholiken leiden nach wie vor unter der weltweit verbreitenden Neigung zu Stammesmentalitäten. Diese aber taugen so gar nicht, um die Corona- oder die nächste andauernde Krise, die Klimakrise, zu bestehen. Damit bin ich bei der nächsten Frage. Wie gestalten wir hinkünftig die soziale und politische Ordnung mit?
Die sozialen, kulturellen, ökonomischen und politischen Bedingungen gehören konstitutiv zum Menschsein. Die Verantwortung für sie daher auch zum Glauben und zu einer zukünftigen Corona-Pastoral. Nichts zerstört die Beziehung zu Gott so nachhaltig wie das Leid, das soziale und politische Ungerechtigkeit, Gewalt und Krieg mit sich bringen. Nicht zuletzt die Katastrophen des 20. Jahrhunderts haben den Glauben in Europa nachhaltig beschädigt. Säkularismus, Konsumismus und Wohlstandsglaube können auch als deren Folge oder als eine Art Narkotikum für den Gottesverlust gesehen werden. Laut einem Bericht der UNO hat die Pandemie den Kampf gegen die globale Armut bereits jetzt um 10 Jahre zurückversetzt. Die OSZE berichtet von wachsenden gewalttätigen Übergriffen gegen ethnische und religiöse Minderheiten, gegen Flüchtlinge, gegen Migranten und auch gegen Frauen. Und auch in Österreich hört man täglich von Firmeninsolvenzen, Kündigungen, steigender Arbeitslosigkeit, einer wachsenden sozialen Kluft. Und ich vermeine auch die Entsolidarisierung bereits zu spüren. Die österreichische Regierung setzt zwar in beispielhafter Weise Maßnahmen, um die ökonomische Krise zu mildern, aber in der politischen Debatte kann man nach einer Phase der Einigung bereits erste Risse erkennen. Wem sollen die investierten Millionen zugutekommen? Den Pflegehelferinnen oder den großen Unternehmen? Wer wird die Schulden bezahlen? Wer kümmert sich um die sozialen und kulturellen Schäden der ökonomischen Krise? Die soziale Frage ist also die Schlüsselfrage des 21. Jahrhunderts. Aber worin besteht sie eigentlich? Papst Franziskus und die biblische Tradition sind hier meiner Meinung nach eindeutig. Es geht zuerst um die Armen und ihre Rechte. Für einen österreichischen Politiker besteht die soziale Frage in der Krise des Mittelstands. Und tatsächlich steht der Mittelstand europaweit derzeit stark unter Druck. Während er im globalen Süden wächst, wird er in Europa derzeit gespalten. Dies löst nach Heinz Bude massive Abstiegsängste aus. Ursache sind aber nicht, wie der besagte Politiker diagnostiziert, jene, die auf Kosten des Staates leben, sondern ein konkurrenzbasiertes, ausschließlich auf Gewinn zentriertes globales Wirtschaftssystem. Der Konkurrenzdruck spaltet den Mittelstand in Gewinner und Verlierer, entsolidarisiert und macht verführbar für das politische Angebot von Sündenböcken. Arbeitslose, Sozialhilfebezieher, Migranten. Wird Corona diese Dynamik verstärken? Oder werden auch jene Stimmen gehört, die die Corona-Krise als Gelegenheit oder Möglichkeit sehen, die Option für die Armen stärker zu forcieren? Dazu müsste allerdings, und jetzt kommt ein unangenehmes Thema, das Thema der Verteilung von Eigentum und Besitz auf die politische Agenda. Ein Thema, das auch unter österreichischen Katholiken ganz rasch mit links und kommunistisch in Verbindung gebracht wird. Aber nicht einmal linke Politiker riskieren es, dieses Thema heute aufzugreifen. Der Ökonom Thomas Piketty hat eindrücklich gezeigt, dass jede Gesellschaft sozial ungleiche Verteilung rechtfertigen und verringern muss, will sie nicht implodieren. Aktuell, das zeigt er auf so einem fetten Wälzer, geschieht dies durch die Ideologie, dass Eigentum unberührbar und untrennbar mit Leistung verbunden ist. Corona enthüllt, dass das so nicht stimmen kann. Kann diese Frage hier nur anreißen, aber sie muss endlich gestellt werden. Denn das Tabuisieren dieser Frage verschiebt die Probleme auf Minderheiten, fördert das Entstehen kruder Verschwörungstheorien, Hass auf Migranten und politischen Extremismus. Zur Diskussion der sozialen Frage benötigt es daher dringend öffentliche und demokratische Räume. Ivan Krastev ist an diesem Punkt interessanterweise sehr zuversichtlich. Er sagt oder er glaubt, dass die Lockdown-Erfahrungen in Europa mittelfristig zu einer verstärkten Ablehnung von Autoritarismus führen werden und die Demokratie mittelfristig einen Schub bekommen wird. Aber Achtung, ergänze ich, Demokratie bedeutet nicht Herrschaft der Mehrheit oder irgendeines als homogen fantasierten Volkes. Ihr Herzstück ist die Anerkennung von Pluralität. Und dazu braucht es öffentliche Räume, in denen die Kunst des Argumentierens geübt wird. Bei der kreativen Öffnung solcher Räume können sich auch die Kirchen beteiligen, auch während Corona.
und nicht zuletzt im Sinn des urkatholischen Anliegens der Versöhnung von Feinden und der Entpolarisierung. In der katholischen Kirche, und ich habe dieses Thema deswegen angesprochen, in der katholischen Kirche in Österreich dominieren die traditionellen Milieus der Mittelschicht. Das ist ein Bild von der sogenannten Sinus-Studie, wo man sieht, in welchen Milieus, soziokulturellen Milieus, vor allen Dingen Katholiken und Katholikinnen anzutreffen sind. Und das sind die traditionellen Milieus, die traditionellen Mittelschichtmilieus, die auch überdies von demografischer Alterung betroffen sind. Die Ängste dieser Gruppen werden überdies verstärkt durch den bedrohenden Bedeutungsverlust der Kirche, der neben dem Sinken des politischen Einflusses auch finanzielle Folgen hat. Zudem neigen Land und Kirche nach wie vor einem gewissen Autoritarismus zu, der dazu verführt, sich in Krisenzeiten unter den Schutz von Regierungen zu stellen und zu warten, bis der Spuk vorbei ist. Und diese soziale Ordnung innerhalb der Kirche führt dazu, dass die soziale Frage nicht ausreichend multiperspektivisch geführt wird. Es fehlt eine signifikante Zahl an jungen Menschen, um deren Zukunft es uns primär gehen müsste. Es fehlen die Stimmen der Intellektuellen, es fehlt eine ausgewogene Mischung heterogener politischer Positionen und es gibt eine nur wenig belastbare Kultur des Dialogs und Konflikts mit Andersdenkenden. Und vor allen Dingen, um es mit Papst Franziskus zu sagen, es fehlt das Leben mit den Armen. Corona bietet nun die Gelegenheit, die Fühler nach außen zu strecken, neue Allianzen zu bilden und sich anderen und sozialen Gruppen und Milieus zuzuwenden. Dazu braucht es neue Formate in Bildungshäusern, in den vielen großen Räumen, die bei uns leer stehen und auf Leben warten. Und es braucht dazu auch viel Mut, Kreativität und Selbstbewusstsein. Aber vielleicht führt die Wahrnehmung des vielen Leides innerhalb und außerhalb der Kirche dazu, dass man sich dieses Auftrags zur gesellschaftspolitischen Mitgestaltung flächendeckend erinnert. Quelle solches Engagements ist allerdings nicht das Interesse, politische Positionen durchzusetzen, sondern die Erfahrung, dass die soziale Ordnung das Leben von Menschen beschädigen, bedrohen und zerstören und damit auch die Beziehung zu Gott beeinträchtigen kann. Also das Zweite Vatikanische Konzil spricht in Gaudium et Spes von die politische Uraufgabe der Kirche ist der Schutz der Transzendenz des Menschen. Der Einsatz für eine gerechtere soziale Ordnung ist also ein Teil der politischen Diakonie der Kirche oder wie Papst Paul VI. Und Papst Franziskus es formuliert haben, Politik ist die höchste Form der Nächstenliebe. Dies bezeugen dann insbesondere auch noch die Tora, die prophetische Tradition der Heiligen Schrift, Gaudium et Spes, die 70er Kapitel, ganz aktuell, und die in diesen Tagen heiß diskutierte katholische Soziallehre. Entscheidend, ja, next, dritte Frage, entscheidend für die Frage, wie jetzt die Kirche sich in diese Krise auch einbringen kann, ist auch die Frage, wie die Krise gedeutet wird. Bemerkenswert ist, dass die Corona-Krise als Black Swan wahrgenommen wird, also ein Ereignis, das aus heiterem Himmel über uns hereingebrochen ist. Nun, bereits das ist eine Fehldeutung. Seit Jahren hat die WHO davor gewarnt, dass eine solche Pandemie nur eine Frage des Zeitpunkts ist. Auch handelt es sich bei der Pandemie nicht um eine Naturkatastrophe. Seit Jahren beobachten Biologen sogenannte Zoogenesen, also den Übersprung tierischer Viren auf Menschen, verursacht durch eine Wirtschaft, die Tieren den natürlichen Lebensraum nimmt und dann solche Übersprungsprozesse begünstigt. In Ländern, wo das globale Wirtschaftssystem ungeschützt durch sozialstaatliche oder hygiengesetzliche, also sozialstaatliche Wohlfahrt herrscht oder die Hygienegesetze nicht so sind wie hier, ist die Pandemie daher auch besonders brutal aufgetreten. Die Frage, warum ignorieren Menschen, das ist keine zynische Frage, das ist für mich auch eine spirituelle Frage, warum ignorieren Menschen, nicht zuletzt Politiker und Journalisten, solche erwartbaren Gefahren so lange? Und was bedeutet diese Neigung, Gefahren auszublenden, jetzt und mittelfristig für unsere Vorbereitung auf die ebenso erwartbare Zunahme an Klimakatastrophen und damit verbundene Massenmigrationen? Verschieben wir das Problem nicht einfach nur auf die nächste Generation.
Und warum reagieren Politiker weltweit gerade jetzt so entschlossen auf die Krise, dass dabei das gesamte sozioökonomische Leben meiner Meinung nach nicht ganz verhältnismäßig massiv bedroht wird? Gerald Hüther hat den Verdacht, dass mit dem geschlossenen politischen und medizinischen Einsatz gegen die Pandemie alle Kräfte gebündelt werden, um doch noch zu beweisen, wir beherrschen jetzt doch noch die Welt. Er vermutet, dass damit auch die Hoffnungslosigkeit, die die Klimakrise mit sich bringt, bekämpft werden soll. Viel zu schnell ist daher auch meiner Meinung nach die Rede von der Krise als Chance. Ohne fundierte Krisenhermeneutik wird Corona wohl nur für jene zur Chance werden, die bereits vorher zu den Begünstigten gehörten. Die Produzenten der Digitalisierung, die globalen Großunternehmen, die die Krise einfach länger durchhalten können, Naturwissenschaftler oder auch, ich sage jetzt mal, durchaus auch praktische Theologen, ja, die jetzt Gelder für Forschungsprojekte erhalten. Kinder aus begüterten Familien. Die Krise ist also zunächst eine Krise und sie birgt gewaltige Risiken. Der Historiker Jörn Rüsen hat eine interessante Typologie von Krisen entwickelt. Er unterscheidet Krisen, die eine bloße Unterbrechung des Gewohnten sind. Für solche Krisen reichen die bisher verfügbaren Ressourcen und Kompetenzen. Dann gibt es Krisen, für die man neue Ressourcen und neue Kompetenzen benötigt. Bei beiden Krisenformen müssen sich weder die Sicht auf die Welt, die Deutung der Welt und auch nicht die leitenden Handlungsparadigmen verändern. Viele Menschen und besonders jene, die wenig Schaden nehmen, hoffen, dass es sich um diese Art von Krisen handelt. Also dass es quasi nachher wieder so ist wie vorher. Ich persönlich glaube, dass es sich bei Corona um den dritten Typus handelt, und zwar erst recht bei der ökologischen Krise, nämlich um jene Art von Krise, die die leitenden Weltdeutungen und Handlungsparadigmen nachhaltig erschüttert und um des Überlebens der Menschheit willen auch erschüttern muss. Nach Rüsen war die Shoah eine solche Krise der dritten Form. Erst danach war es möglich, die von uns so hoch gehaltenen europäischen Werte, die Menschenrechte und den Schutz von Minderheiten breitenwirksam zu etablieren. Wie dünn dieses in den vergangenen Jahrzehnten errungene zivilisatorische Fundament allerdings ist, lässt sich am aufflackernden Hass gegen Minderheiten ebenso erkennen wie am jüngsten Tabubruch des FPÖ-Politikers Herbert Kickl, das Asylrecht auszusetzen. Eine solche Sicht auf die Krise wirkt sich natürlich auch auf die Theologie aus. Es wird nicht genügen, unsere theologischen Traditionen einfach auf die aktuelle Situation zu applizieren, auch wenn diese noch so wahr und richtig sind. Entscheidend wird sein, ob und wie es uns gelingt, die Zeit während und nach Corona im Lichte dieser Tradition zu deuten. Für große theologische Entwürfe ist es daher zum jetzigen Zeitpunkt auch noch viel zu früh und außerdem streiten die deutschsprachigen Theologen derzeit noch darum, ob und wie viel Theologie es überhaupt benötigt. Während die einen den anderen vorwerfen, zu früh oder überhaupt Gott ins Spiel zu bringen, eine berechtigte Sorge aufgrund der Gefahr einer spirituellen Überhöhung, kritisieren die anderen das Schweigen der Theologie. Aber erste Entwürfe lassen sich schon erkennen. Da habe ich Ihnen zwei Bücher mitgebracht, die schon erschienen sind. Die gebe ich durch. Die kann man ein bisschen anschauen. Über Oberflächen wird das Virus angeblich nicht übertragen. Habe es auch geputzt vorher zu Hause. Genau. Da ist auch der Artikel vom Kardinal Kasper drinnen, auf den ich mich da mehrfach beziehe. Genau, also theologische Entwürfe. Kardinal Kasper schlägt zum Beispiel vor, die Corona-Krise als Kontingenzproblem zu diskutieren, also ein Ereignis, das nicht aufgrund eines Naturgesetzes notwendig, aber dennoch möglich ist und zustößt, zufällt und betrifft. Die Frage dazu wäre, wie können wir mit dieser Kontingenz der Wirklichkeit und des Lebens leben? Der Theologe Thomas Hallig, finden Sie auch in diesem Band, interpretiert die Krise als ökumenische Erfahrung, und zwar im ursprünglichen Sinn des Wortes, also als gemeinsames Welthaus, ja, also nicht nur als innerchristliche Ökumene, die die Kirche dazu auffordert, ihre bisherigen mentalen Grenzen zu überschreiten
und auch die Grenzen des Christentums zu überschreiten und den christlichen Glauben zu einer geistlichen Lebenskraft, einem universalen Angebot und einer inspirierenden Vision zu transformieren. Dazu bedarf es nach Hallig einer mystischen Umkehr des Christentums. Jan-Heiner Tück wiederum versucht zwischen der Skylla und der Charybdis eine theologische Skizze zu entwerfen. Die Skylla ist eine Theologie, die die Pandemie als Strafe Gottes sieht, und die Charybdis ist eine Theologie, die die Corona-Krise als Anstoß zur Rebellion gegen Gott versteht. Im Zentrum der theologischen Bausteine, wie er das selber nennt, bei Jan-Heiner Tück, steht die Compassio, die Mitleidenschaft Gottes, der als Schöpfer und Herr der Geschichte den Leidenden zur Seite steht und zum praktischen Einsatz für diese befreit. Ich selbst meine zum aktuellen Zeitpunkt vor allen Dingen eine Krise des Menschseins zu erkennen, die diesen einerseits mit seiner hohen Berufung zum Verwalter der Welt konfrontiert, genauso aber und zugleich mit seinen Abgründen und seiner Neigung zum Bösen und deshalb zur Umkehr ruft. Ich sehe hier eine historische Entwicklung von der Theodizee-Frage hin zu einer Anthropodizee-Frage, also zur Frage, wieso der Mensch so viel Leid und Unrecht zulassen kann und auch aushalten kann. So hatte die Pest den Glauben an einen harmonisch geordneten Kosmos erschüttert, an dessen Spitze Gott steht, der alles lenkt und im Weiteren die Selbstermächtigung des Menschen vor allen Dingen in der Naturwissenschaft freigesetzt. Nach dem Erdbeben von Lissabon wurde im 18. Jahrhundert die klassische Theodizee-Frage virulent, wie denn ein guter Gott eine solche Katastrophe zulassen kann. Und schließlich haben zwei Weltkriege und die Shoah den Glauben an Gott ein weiteres Mal gesellschaftlich erschüttert. Vieles, was wir deshalb heute an nach wie vor vorhandenem Gottglauben in Westeuropa entdecken können, steht daher meiner Wahrnehmung nach auf dünnem Eis. Gott ist kulturell und im Alltag für viele nicht mehr erfahrbar. Er wird auf ein höheres Wesen oder eine Idee reduziert. Der Glaube als Lebensform wird zur Weltanschauung. Und auch die religiösen Fundamentalisten können ihren im Hintergrund gähnenden Nihilismus nur schwer verdecken, versuchen sie doch, der drohenden Sinnlosigkeit vor allen Dingen mit ihrem Willen zum Glauben, mit Gewalt zu begegnen. Der Glaube an einen Gott, der als lebendige Wirklichkeit das Leben in allen Bereichen trägt und formt, ist ein Minderheitenphänomen. Die existenzielle Frage nach Gott zeigt sich meiner Meinung nach heute in der Frage nach dem Menschen. Wer ist der Mensch? Auch Papst Franziskus hat übrigens in Auschwitz nicht die Frage nach Gott, sondern nach dem Menschen gestellt. Wie kann der Mensch die Last und die Schuld seiner Geschichte tragen, ohne an sich selbst und an Gott zu verzweifeln? Damit bin ich bei der vierten Frage: Welche Bedeutung hat Gott in der Corona-Krise? Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen bei der Wordcloud, die der Paul Zulehner da auf seine Homepage gestellt hat. Das Wort Gott kommt in dieser Wordcloud nicht vor. Das heißt jetzt nicht, dass er keine Rolle spielt. Aber bei der Frage, ob und was sich verändern oder nicht verändern soll, fällt er den meisten Menschen offenbar nicht signifikant häufig ein. Wie wenig existenzielle Relevanz Gott bei der Frage nach dem Sinn oder der Lösung von Krisen spielt, verdeutlicht auch die europäische Wertestudie. 3/4 aller Befragten in Österreich sind davon überzeugt, dass das Leben letztlich den Naturgesetzen folgt und der Sinn des Lebens in sich selbst liegt. Und darunter sind auch ganz viele Katholiken. Auf diesen Verlust des Glaubens an einen transzendenten Sinn hat Paul Zulehner bereits vor Jahrzehnten hingewiesen, als er davon sprach, dass Menschen das Leben als Leben als letzte Gelegenheit betrachten, aus dem dann in endlicher Zeit das Optimum herausgeholt werden muss. Dieser Transzendenzverlust betrifft auch viele Katholiken. Das habe ich in dem einen Artikel, der in dem Buch drinnen ist, versucht herauszuarbeiten. Auch deren Glaube hat vielfach die großen Verheißungen auf eine Verwandlung der gesamten Schöpfung und Geschichte vergessen. Ich denke nur an Römer 13, ja, die Geburt einer neuen Welt, das ist immer noch einer unserer Texte. Und Gott auf einen Garanten individuellen, familiären und freundschaftlichen Glücks reduziert. Angesichts dieses vorherrschenden Immanentismus ist es wenig erstaunlich,
dass die aktuelle Corona-Politik vor allen Dingen das materielle und das biologische Leben schützt, dem sozialen, dem geistigen, dem kulturellen und religiösen Leben aber nur wenig Aufmerksamkeit schenkt. Es gilt als nicht systemrelevant. Diese Art von Gotteskrise zeigt für mich eine massive Krise des Verständnisses von Menschsein an. Der Mensch wird nämlich auf eine materialistische Wirklichkeit reduziert und dann kann sich so zunächst die Gottesfrage nicht so stellen. Ja? So zeigt sich die Gotteskrise dann auch nicht als eine Rebellion gegen Gott, sondern als indifferente Distanz gegenüber vielen bisher geglaubten Vorstellungen von Gott. Vielleicht haben wir in der Pastoral Gott zu klein gemacht, in eine Idee verwandelt, zu rasch über ihn Bescheid gewusst oder ihn zu sehr als Stabilisator und Legitimator unserer Lebensweise benutzt. Vielleicht aber kann diese Art der Gotteskrise den Gottesglauben auch erweitern, vertiefen und von einseitigen Vorstellungen befreien. Denn zum biblischen Zeugnis von Gott gehören auch seine Fremdheit, sein Geheimnis und die Irritationen, die er uns zumutet, um uns zum Heil zu führen. Ein Heil, das vielleicht anders aussieht, als wir uns das wünschen. Vielleicht ist es gut, dass Corona so viele Fragen aufwirft über uns selbst, über unsere Lebensweise, unsere allzu selbstverständlichen Vorstellungen von Gott. Die Theologie hätte dann auch nicht die Aufgabe, uns Gott zu erklären, sondern Menschen bei den Fragen nach ihm zu begleiten, diese Frage vielleicht überhaupt erst mal wieder zu wecken und mit ihrer Hilfe dann Krisen wie die Pandemie verstehen und praktisch beantworten zu lernen. Ich schließe die Überlegungen zur Gottesfrage mit zwei Übersetzungen des Gottesnamens, des Tetragramms, die vielleicht für die Zukunft wegweisend sein können. Für mich persönlich sind sie das zumindest geworden. Dieses Tetragramm ist uns allen bekannt und wir übersetzen es in der Regel mit Ich bin der ich sein werde oder Ich bin der, ich bin da. Michel Desertaux, ein französischer Jesuit, hat eine, finde ich, wunderschöne Übersetzung vorgeschlagen. Ich habe keinen Namen als den, der dich immer wieder aufbrechen lässt. Und Martin Buber hat das Tetragramm folgendermaßen übersetzt: Ich werde dort sein, wo du bist. Beide Übersetzungen versuchen, dem dynamischen Zeitwortcharakter des Tetragramms gerecht zu werden. Die eine Übersetzung verunsichert, die andere tröstet. Beide aber zeigen, dass Gott keine Vorstellung ist, an die man glaubt, sondern eine Wirklichkeit in Bewegung, eine lautere Präsenz, die den Menschen in jeder Situation in Treue begleitet und doch nicht zu fassen ist. Und die Kirche? Kardinal Kaspar ist der Ansicht, dass die Kirche derzeit in Europa wie ein entlaubter Baum dasteht. Und tatsächlich müssen auch wir Katholiken in Österreich schmerzhaft den Bedeutungsverlust der Kirche in der Gesellschaft wahrnehmen. Wir gelten als nicht systemrelevant. Doch hat die Krise nur eine schon länger stattfindende Entwicklung zugespitzt. Die permanenten internen Krisen, Finanzskandale, Missbrauchsskandale, interne Reformkrisen sind schon seit längerem unattraktiv für viele, nicht zuletzt junge Menschen. Während des Lockdowns blieben dann auch noch einige Menschen weg aus den Gottesdiensten, weil sie merkten, dass man auch ohne Gottesdienst und ohne Pfarre katholisch sein kann. Ich habe die große Sorge, dass sich die Kirche nun resigniert, noch mehr auf ihre binnenkirchlichen Themen und Konflikte zurückzieht. Braucht man Priester, wenn man Ostern auch in der Hauskirche feiern kann? Führen Online-Gottesdienste zur Reklerikalisierung? Sind sie überhaupt gültig? Werden mit Blick auf das sozialpolitische Engagement der Kirche nun die letzten eher links ausgerichteten Katholiken aus der Kirche entfernt? Und wieso mischt sich der Papst in politische Fragen ein? Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, ich halte alle diese Fragen für wichtig und sie müssen diskutiert werden. Und ich gehöre auch nicht zu jenen, die hoffen, mit dem Hinweis auf eine zu starke Binnenfixierung von anstehenden strukturellen Reformen ablenken zu können. Aber ich glaube auch, dass uns die Konzentration auf innerkirchliche Themen derzeit daran uns hindert, uns auf das Leben während und nach Corona und die Aufgaben der Kirche darin vorzubereiten.
Diese Fixierung kann auch als Ausdruck einer Institution in der Krise gesehen werden. Sie ist auch nicht typisch katholisch, sie ist typisch für Institutionen in der Krise, wo sich dann Institutionen zurückziehen, statt offensiv nach außen zu gehen und quasi sich Lösungen auch zukommen zu lassen. Deshalb sollen die binnenkirchlichen Fragen, die relevant sind, immer im Kontext der anstehenden Herausforderungen beantwortet werden. Und die nötigen Reformen sollen dem Bestehen unserer Aufgaben dienen. Wir brauchen also zuerst die Aufgabenidentifikation. Und dabei sehe ich im Wesentlichen zwei Leitfragen. Erstens, ich sage es jetzt mit dem Wort, das ich eigentlich schlecht finde, aber ich sage es trotzdem, worin besteht die Systemrelevanz der österreichischen Kirche in den kommenden Jahren? Oder auch, wie es der Pfarrer Grünwiedl in einem unserer Blogs, auf unserem Theocare-Blog formuliert hat, wozu ist die Kirche da? Und zweitens, welche inhaltlich theologischen, pastoralen und strukturellen Konsequenzen ziehen wir aus der Antwort auf diese Frage? Einige Fragen, einige Ideen habe ich zu formulieren versucht. Die Kirche in Österreich hat jetzt die ausgezeichnete Gelegenheit, ihre Strukturreform vor den konkreten Herausforderungen ausgehend weiterzutreiben, die in der Post-Corona-Zeit vor uns stehen. Auch deren Identifikation wird nicht konfliktfrei stattfinden. Das macht aber nichts, weil die Konflikte dann nicht im Zeichen von Bestandssicherung, Downsizing des Gewohnten oder Gesundschrumpfens stattfinden würden, sondern im Licht der Zukunftsorientierung. Ich bin überzeugt, dass die Corona-Krise zur Stunde zu einer Art Katalysator werden kann, in der die Kirche in Österreich ihr Wesen und ihren Auftrag erneuern und vertiefen kann, weil ich in den letzten Monaten und Wochen auch eine Kirche erlebt habe, die sich nach einer ersten Schockstarre durchaus auch auf die anstehenden Aufgaben eingelassen hat. Leider habe ich da noch keine quantitativen empirischen Daten, aber das stresst eben nur mich. Genau. Beeindruckende Nachbarschaftshilfsprojekte, Besuchsdienste, eine unermüdliche Caritas, eine bis zum Anschlag helfende Telefonseelsorge, den Einstieg kirchlicher Einrichtungen, Gemeinden und Bildungshäuser in die digitale Welt, verbunden mit der Entwicklung neuer Formate in der Seelsorge, in der Liturgie, im Bildungsbereich, Erschließung neuer Adressaten, enormer Zuspruch zu den kirchlichen Angeboten im ORF, eine kreative und selbstbewusste Hauskirche, Diözesen und Priester, die sich einer selbstkritischen Reflexion und auch sogar Lernprozessen aussetzen, mit Fragestellungen, ein Hirtenbrief unserer Bischöfe zur Corona-Krise und jetzt auch zur Flüchtlingsfrage. Also es tut sich schon was. Ich kann nicht sagen, ob es ein Massenphänomen ist. Ja. Aber die Kirche hat auch nicht als Massenphänomen angefangen. Das darf man bitte auch nicht vergessen. Von alledem wäre zu lernen und das sollte auch gefördert werden. Denn eines scheint mir gewiss, die Kirche wird sich verändern und ich glaube auch nicht, dass es eine Rückkehr zur sogenannten Normalität vor Corona geben wird und vielleicht auch gar nicht soll. Ich zitiere nochmal Kardinal Kasper: Medizinisch werden wir Corona überwinden, geistig, kulturell und auch theologisch wird uns Corona noch lange im Griff haben und beschäftigen. Ich danke für Ihre lange, lange Aufmerksamkeit.